Testspiel zwischen Deutschland und der Türkei im Kölner Rhein-Energiestadion. Die in weiß gekleidete deutsche Nationalmannschaft setzte die ersten Akzente. Von links nach rechts im ersten Durchgang, das ist Florian Neuhaus. Schöner Steckpass. Und Kai Havertz mit dem ersten guten Abschluss. Vierte Spielminute hier in dem Moment. Wie wichtig aber dieses Testspiel gesehen wird, das sieht man daran, dass 5, 6 Spieler der deutschen Nationalmannschaft ausschließlich für die Nations League nominiert worden sind und der Kader für dieses Spiel hier gegen die Türkei doch sehr begrenzt war. Dementsprechend stellte sich das fast von alleine auf. Gosens heute, rechter Verteidiger, blockt hier mit dem Kopfball die Angriffssituation für Hakan Çalhanoğlu, der jedoch auch im Abseits stand. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel, dann Emre Can mit einem Ausrufezeichen, 36. Aber keine wirklichen großen Probleme für das Gehäuse der Türkei. Mert kann den parieren. Weiterhin also 0:0. Wir warten auf den ersten Treffer in diesem Testspiel. Vielleicht ja doch noch einmal die Gäste. Über die rechte Außenbahn. Cengiz Ünder. Schöne Körpertäuschung. Geht dazu leicht vorbei an Schulz. Zieht in den Strafraum. Ünder bekommt den Abschluss. Richtig gute Aktion von Kevin Trapp. Dann pariert. Keine Tore also nach 45 Minuten, aber durchaus die ein oder andere Möglichkeit. Nichtsdestotrotz war es etwas verhalten. Keine Mannschaft wollte sich hier so richtig verausgaben. Florian Neuhaus wird nicht angegriffen und zieht dann ab aus 17 Metern und erzielt das 1:0. 50. Spielminute, nun das 1:0 für die Mannschaft von Jogi Löw. Da bekommt er zu viel Platz. Das ist dann nicht so gut verteidigt. Mert schreckt sich, aber kann den Ball nicht mehr erreichen. Aber die Türkei machte zum Ende hin nochmal Druck. Wollte sich den verdienten Punkt gerne mitnehmen. Auch wenn es hier in diesen Testspielen nicht wirklich um Punkte geht. Burak Yilmaz dann hier, aber der wird geblockt von Kevin Trapp, der den Winkel verkürzt, gut rauskommt und zur Ecke klärt. Und die Standardsituationen hatten es mitunter in sich. Wir springen in die letzte Aktion. Hakan Çalhanoğlu, der ist ein Standardspezialist. Und es kommt auch eine gute Möglichkeit bei raus. Der Kopfball findet aber nur den Weg auf das Dach der Hütte. Und somit bleibt es bei diesem knappen 1:0. Die Türkei hätte sich am Ende den Ausgleich durchaus verdient gehabt. So endet dieses Testspiel 1:0 für Deutschland. Nicht wirklich aussagekräftig, aber von der türkischen Nationalmannschaft hat man einige gute Eindrücke erlangen können.